Herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Serie 7 Minuten 7 Tage. Wir schauen uns Parallelen an zwischen der Geburt Jesu und der Wiederkunft Jesu und dieser Endzeit, in der wir sind. Schaut, ich finde, da gibt es eine fantastische Stelle. Man liest immer zu Weihnachten vor, aber dabei steht hier viel, viel, viel mehr drin. In Lukas 1 heißt es ab Vers 30. Und der Engel sprach zu ihr, zu Maria: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Da seht ihr auch, Maria war Sünder und brauchte Gnade. Das nur nebenher, weil manche Kirchen behaupten, Maria hätte nie gesündigt. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, und jetzt pass auf, darauf will ich hinaus. Das, was der Engel hier zu Maria sagt, das ist genau das, was auch du erleben musst. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Ist das nicht interessant? Was will Gott? Das christliche Konzept bedeutet nicht: streng dich mehr an. Kämpf gegen deine alte Natur. Besieg den Schweinehund in dir. Das ist nicht das Evangelium Christi, sondern der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Du sollst ein Kind Gottes werden. Und wie das? Durch Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist. Jesus sagte später, ihr müsst von Neuem geboren werden. Durch die natürliche Geburt wirst du lebendig für das Leben in der Vielfalt hier auf dieser Welt, für die Beziehung zu Vater, Mutter, Familie und so weiter. Aber durch die Geburt aus dem Heiligen Geist wirst du lebendig durch Gott für ein Leben mit Gott, um in Harmonie mit Gott zu leben, so wie Jesus als Sohn Gottes. Christsein bedeutet nicht einfach Traditionen fortsetzen, sondern du darfst in der gleichen heiligen, vollkommenen Harmonie mit Gott leben wie Jesus Christus. Dazu sind wir erlöst. Paulus sagt in Römer 8, 28, das ist das Ziel Gottes, dass wir umgestaltet werden in das Bild Jesu Christi. Hast du diese Beziehung zu Gott? So viele Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht. So viele sehen vor lauter Christen den Christus nicht. Sie sehen vor lauter Christentum das Reich Gottes nicht. Sie sehen vor lauter Tradition diese persönliche Beziehung zu Gott nicht. Du musst von Neuem geboren werden. Das, was Maria hier erlebte durch den Heiligen Geist, sie empfing real durch den Heiligen Geist, Jesus, als Mensch, als Embryo, er wuchs heran in ihr, sie war schwanger. Wir empfangen Jesus Christus als den Auferstandenen, in den Himmel gefahrenen, der im Heiligen Geist zu uns kommt und Wohnung nimmt. Wir empfangen Jesus nicht im Fleisch wie Maria, aber im Geist. Deswegen sagt Paulus, zum Beispiel Galater 2, 19 und 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. In 2. Korinther 3 sagt Paulus, in 2. Korinther 13 sagt Paulus, dass dies ein Test dafür ist, ob wir Christen sind. Merkt ihr nicht, dass Christus in euch ist, sagt er. Christus in euch, die Herrlichkeit für alle Völker, sagt Paulus in Kolosser 1, 27. Ist Christus in dir? In dem Moment, wo Maria Jesus Christus empfangen hatte, war ihr Leben nicht mehr das gleiche.
Und das gilt bis heute, bis zur Wiederkunft Jesu. Wenn du Jesus aufnimmst, wird dein Leben nie wieder das gleiche sein. Gott sei Dank. Johannes sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Ist das nicht fantastisch? Hast du Jesus Christus im Heiligen Geist aufgenommen? Wende dich von allem ab, was mit Sünde zu tun hat. Danke Jesus Christus für sein Opfer am Kreuz, dass er die Strafe getragen hat für deine Sünden, die du getan hast. Bitte ihn in dein Leben zu kommen, damit du das erlebst, was Maria erlebt hat und was seitdem Millionen andere erlebt haben. Bleib nicht unter denen, die in einer religiösen Täuschung und Illusion leben. Beginne das heilige Leben in Harmonie mit Gott durch Jesus Christus in dir. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Nur durch den Heiligen Geist kannst du ein heiliger Sohn Gottes werden. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Paulus sagt, dass wir durch den Geist Gottes durch und durch geheiligt werden sollen. Unser Geist samt Seele und Leib soll untadelig sein bei der Wiederkunft Jesu. Ist es das, was du erstrebst? Ist das das Zentrum deiner Religion? Wenn unser Glaube an Jesus nicht innere und äußere Heiligkeit erzeugt, dann ist es nicht der rettende Glaube der Bibel. Maria sagte ganz einfach, mir geschehe nach deinem Wort. Petrus sagt später, wir sind wiedergeboren durch das Wort. Das Wort des Evangeliums, das Wort, das Jesus uns gibt. Glaube an das Wort. Was hat Maria getan, um Jesus zu empfangen? Mir geschehe nach deinem Wort. Glaube an Jesus Christus, so wirst auch du wiedergeboren und zu einem neuen Menschen. Herzliche Einladung für morgen.